Mahlzeit. Leute, wir können Mahlzeit sagen, wir haben spät am Tag. Wir machen jetzt was nicht so Besonderes. Als allererstes stellen wir jetzt erstmal ein neues Auto vor und wir fangen direkt mit dem Porn an. Wir machen gar keinen Fitzig und Zack und kein gelangen Gelaber. Micha, hau mal raus, was wir Neues haben. Wie ihr gesehen habt, haben wir einen, jetzt wollte ich gerade sagen, Urquattro. Wir haben einen Golf Country. Was wir noch an dem Auto machen müssen, ist, der stand sehr lange. Da haben wir schon viel dran gemacht, ohne Kamera begleitet. Den Sitz haben wir neu gemacht, die Felgen sind neu aufgearbeitet, neue Reifen sind drauf. Aber der Endtopf fehlt noch und mehr erzähle ich gleich unten zum Auto. Wir gehen jetzt am besten mal direkt runter und holen den da raus, wo er aktuell noch steht. Das habt ihr gerade gesehen. Und ich klebe mal eben noch einen Aufkleber an unsere Fanwand, die mittlerweile, wie ihr seht, immer größer wird. Auch geil, wenn sowas auf einem Karton steht. 99,5% gurkige Qualität. Das müsste ich auf meinen Kartons auch mal kleben. Aber das gehört zur Fanpost und der Max bekommt natürlich irgendwo hier seinen Aufkleber hin. So, jetzt gehen wir runter. Ich habe den ja so wunderschön hier reingefahren. Das war auch kein Problem. Rausfahren wird ein Problem, weil wenn ihr jetzt gleich drauf achtet, der Kraftstoff ist 20 oder 20 Jahre, jetzt übertreibe ich natürlich wieder maßlos, 10 Jahre alt, der hat kaum noch Oktane, das heißt kaum noch Brennwert oder wie auch immer das heißt, und das werdet ihr gleich merken, der läuft wie ein Eimer Schrauben, obwohl Wasserpumpe, Zahnriemen, Ölfilter, alles Neues. Aber Marco hat natürlich wieder keinen Kraftstoff abgelassen und hat die alte Plärre drin gelassen, im Gegenteil, er hat nochmal ein Stück drauf gefüllt, weil er dachte, es wird besser. Wieder sehr gut vorbereitet, Batterie ist leer. Aber guck mal, wie schön der aussieht. Das können wir ja hier schon mal erzählen. 290.000 Kilometer gelaufen. Erster Hand. Und den hat einer schön weggestellt, weil er sich dachte, ha, irgendwann mache ich was mit. Aber der stand so schön weggestellt, dass nachher gar nichts mehr ging. Ja, was muss ich jetzt machen? Aber ich erzähle euch gleich, was wir alles schon neu gemacht haben. Ich hole mal eben hier Saft. Wir probieren es erstmal aber so an. Das Problem ist, der hat zwar Allradantrieb, aber keine Sperrdifferenziale. Bei unserem Lader könnten wir jetzt die Sperrdiff reinmachen und dann wird der auch quer machen. Das Rad dreht durch. Zwei Räder drehen durch, vorne, hinten, aber halt nicht gesperrt. Jetzt muss man sich mit Kraft hier rausbewegen. Ey, da sind neue Reifen drauf. Warum ist der denn schon wieder platt? Ja, der stand aber auch sehr eingestopft, muss ich dazu sagen. Aber wir haben den schon komisch hingestellt, ne? Aber siehst du, auch so weiß man sich zu befreien. Also mit dem normalen Golf 2 macht ihr das nicht. Golf Country, jetzt fragt man sich, ist der denn wirklich dafür gedacht gewesen, was wir gerade machen? Weil eigentlich ist das ein ganz normaler Golf auf einem Leiterrahmen. Wir haben schon, wo wir den hochgehoben haben, haben wir schon gesagt, den könnten wir auch unter einem Vento bauen, ne? Ja. Der Rahmen passt. Warum wir den jetzt hier in die Halle fahren, ist ganz einfach. Wie ihr seht oder vielleicht auch gehört habt, ist ein bisschen lauter. Der Endtopf fehlt. Der ist nämlich weggerostet und ich dachte mir, oh, da können wir ja einen ganz normalen Golf 2 Endschalldämpfer nehmen. Aber jeder von euch, der einen Golf 2 fährt, sagt, oh nee, der sieht aber ganz anders aus. So ist es nämlich auch. Für einen Golf Country ist das wieder ein ganz eigener Topf und das bauen wir jetzt da drunter.
Ihr könnt euch ja an den blauen erinnern, den haben wir ja gehabt mit Ölverbrauch von unserer Kundin hier auch aus Dortmund. Dieser hier wird wahrscheinlich keinen Ölverbrauch haben, weil er qualmt null blau, aber der hat halt diese typischen Standschäden. Hier haben wir eine neue Wasserpumpe verbaut, gleichzeitig haben wir natürlich den Zahnriemen neu gemacht, alle Verschleißteile, Öl, Zündkerzen, das ist hier alles neu. Und wenn ihr so guckt, seht ihr einen ganz normalen Golf 2 Motorraum. Und jetzt wundert ihr euch, der Motor geht ein ganzes Stück nach unten. Und warum der gleich nach unten geht, zeige ich euch gleich. Das ist nämlich der Unterschied zum normalen Golf 2. Ich frage mich immer, warum hat man den früher gebaut? Warum gab es Golf Country? Verstehe ich auch ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Ins Gelände ist man damit wahrscheinlich selten gefahren. Mittlerweile ist der Golf 2er oder dieser Golf 2 auch 30 Jahre alt. Somit ein offizieller Oldtimer. So oft gab es die eh nicht auf den Straßen. Also Golf County steht jetzt nicht gerade an jeder Straßenecke. Den gab es noch als so ein Sondermodell. Vielleicht fiel mal da vorne ein Bild. Da war der schwarz, hat so Chromfelgen drauf gehabt und diese ganzen Bügel waren, glaube ich, in verchromt. Allradantrieb hatten wir ja bereits erwähnt, aber jetzt können wir hier mal ein bisschen was zeigen. Hier haben sie ja diesen Rammbügel oder diesen Frontbügel dran und gleichzeitig den Unterfahrschutz. Der ist noch drunter. Die Vorderachse zum Beispiel ist auch ganz normal Golf 2. Und wenn du jetzt rumkommst, hier haben wir unsere Golf 2 Karosserie, hier haben wir unsere Golf 2 Vorderachse, alles ganz original. Hier zwischen dieses Stück hier, was jetzt von hier, jetzt geht das weiter nach hinten, Micha, wir gehen mal weiter nach hinten. Hier haben wir unsere Hinterachsaufnahme, hier haben wir unsere Originalkarosserie und hier haben wir unseren, wie würde ich es nennen, Jan, Leiterrahmen? Ist ein Hilfsrahmen. Ist ein Hilfsrahmen, Leiterrahmen, der ist zwischen Achse und Karosserie geschraubt. Und dadurch setzt sich die Karosserie in dem Fall um. Wir könnten jetzt einen Zollstock nehmen oder mal ein Maßband. Haben wir hier gerade mal ein Maßband? Können wir mal gucken. Ah doch, das können wir ganz gut machen. Um, naja, 12 cm würde ich sagen, erhöhen wir unseren Karosseriezustand. Das ist der einzige Unterschied zu einem normalen Golf 2. Und, dass wir hier natürlich eine Allradversion haben. Das bedeutet, Kardanwelle, Hinterachsdifferential zu den hinteren Rädern, hintere Antriebswellen. Das haben wir natürlich beim normalen Golf 2 nicht, aber es gibt auch einen Golf 2 Synchro mit 90 oder 98 PS, glaube ich, haben die. Das wird wahrscheinlich genauso aussehen, außer dass er nicht diesen Hilfsrahmen dazu hat. Normalerweise müsste dieser Hilfsrahmen ja auch unter dem Golf 3 oder Vento in dem Falle passen. Ne? Vorderachse ist von Golf 2 zu Golf 3 zu tauschen und die Hinterachsaufnahmen sind die gleichen Verschraubungen. Wenn er damit dann die gleiche Länge hat, passt er drunter. Sind die Hinterachsaufnahmen auch gleich Allrad zu noch keinem Allrad? Das wüsste ich nicht. Nein, das nicht. Der VR6 Synchro zum Beispiel hat ja wie so einen leichten Hilfsrahmen und eine geänderte Bodengruppe, weil er hier noch Befestigung hat. Stimmt, da hat ja auch der Golf 2 den Tank, glaube ich, auch hier sitzen. Genau, ne? Der hat dann die geänderte Bodengruppe. Das ist cool. Das, was ich davon noch in Erinnerung habe. Ich habe schon lange unter keinem mehr gestanden, bekannt davon ist. Hat schon mal einer einen Golf 3 oder einen Vento als Allrad umgebaut mit so einem Hilfsrahmen? Gibt's was? Es gibt eins umgebaut und es gibt Golf 3 umgebaut. Ich habe noch keinen gesehen. Von der Technik hier unten drunter, wenn wir jetzt gucken, Rost und sowas, der sieht echt sehr, sehr gut aus. Hier seht ihr noch, hier sind die Überbleibsel vom Endtopf. Boah, den haben wir ja neu. Den macht der Jan jetzt gleich drunter, aber ich will euch mal was anderes Interessantes zeigen. Thema Golf 2 und Rost. Auf dieser Seite hier sieht alles Taco aus. Richtig? Mhm. Was ist denn hier? Ist das Dreck? Ist das kaputt, Micha? Das sieht komisch aus. Was ist das? Ist das Rost? Nee. Weißt du, was das ist? Wachs. Weißt du, wie der weggeht? Ich muss mal eben was holen. Aber wie kommt Wachs dahin? Zeig ich dir gleich. Und das ist das, wo meiner Meinung nach VW beim Golf 3 zum Beispiel stark nachgelassen hat. Und ich weiß gar nicht, ob Golf 4 oder sowas das überhaupt noch gemacht wurde. Mein erstes oder einer meiner ersten Autos war ja ein Golf 2. So, was machen wir jetzt mit dem Föhn? Haare föhnen? Boah, ist ja heiß. Was könnte das jetzt sein, was ich hier mache? Ich habe extra nicht weggeputzt, zumindest von außen. Da könnt ihr rubbeln, wie ihr wollt. Das kriegt ihr nicht ab, außer, also es gibt bestimmt Reiniger, die das wegmachen. Aber guck hier, könnt ihr rubbeln, wie ihr wollt. Das geht nicht weg. Müsst ihr mit dem Föhn warm machen. Jetzt fragst du mich, Föhn beiseite, warum läuft da Wachs raus? Jetzt muss ich mal selber gucken. So ein Golf Country mache ich ja auch nicht alle Tage auf. Da läuft der Wachs aus der Heckklappe. Hier seht ihr es noch. Jetzt habe ich es auf meinem Finger. Schmier das mal ab. Früher waren diese ganzen Blechteile, Heckklappe, Türen, Seitenteile, innen, alles schön voll mit Hohlraumwachs. Wenn man Hohlraumwachs macht, was passiert dann? Er rostet nicht, weil Golf 3, weiß ich, die rosten hier oben, die rosten überall. Also Golf 3 hat wirklich viele Rostprobleme, was der Golf 2 nicht hat.
wenn er unfallfrei ist. Mir ist das aufgefallen, ich habe ja früher bei VW gelernt, das sind die letzteren Heckbleche, VW-Zeichen in der Mitte ab Ende 87, VW-Zeichen rechts, habt ihr Modell vor 87, habt ihr hier Volkswagen stehen, hier war keine Einbuchtung, wenn wir das rausnehmen, ist das eine Einbuchtung und rechts das Golf stehen. Und wir haben ganz oft Golfe gehabt, die 1985, 84 waren, die hatten das alte Heckblech und die werden dann gegen das neue getauscht. Das heißt, wenn ihr einen Golf 2 habt, der Baujahr 86 ist, hat aber schon das VW-Zeichen mit dem neuen Logo, hat auf jeden Fall einen Heckschaden gehabt und ein neues Heckblech bekommen. Und dann rostet ihr auch wie Sau. Habe ich oft schon gesehen. Hier in den Nähten, überall hatten wir einen Rost. Zum Beispiel, was mir fehlt, ist die Leiste hier. Oh weia. Die ist wirklich Schrott. Die müssen wir neu haben. Allein dieses Blech hier. Ihr seht, das ist ein ganz normaler Golf. Hier sitzt original das Nummernschild. Da wurde eine Blende reingemacht, weil das Reserverad davor ist. Weil das Kennzeichen ja hier sitzt. Was machen wir denn noch so? Wir könnten ja mal ein bisschen was zeigen. Nehme ich jetzt euch mal wieder ins Museum. Jetzt sind wir ja wieder ein paar Schritte weiter. Wir sind aktuell schon so weit, dass wir Prüfstandsläufe jetzt schon für eure Autos anbieten. Die könnt ihr aber ausschließlich nur per E-Mail buchen. Die Susanne plant euch dann ein, ihr bekommt dann einen Termin, wenn ihr ein klassisches Auto habt. Ich möchte ganz klar sagen, für mich ist wichtig, klassische Autos. Nicht unbedingt einen Golf 7, Golf 8 oder die neuen, so wie zum Beispiel das beste Beispiel, der Focus RS. Ihr habt das gesehen mit Prüfstandsmodus. Können wir machen, wäre euch aber dankbar, wenn wir klassische Autos hätten. Wirklich fände ich persönlich cooler. Das heißt aber nicht, nein, wir machen die anderen nicht, aber ich würde mich mehr über das Klassische freuen. Kann man das so sagen, dass ich mich darüber nicht freue? Ist das schon unfair? Ja, doch, kann ich. Und was wir für euch vorbereitet haben, unseren Prüfstandsraum, kennt ihr. Micha steht manchmal in der Ecke und kann dann irgendwie mitfilmen. Das ist aber auch alles nicht so cool. Ich kann euch ja, wenn euer Auto demnächst hier draufsteht, nicht mit in den Prüfstand lassen. Das geht nicht. Daraufhin haben wir uns überlegt, die Tür, das haben wir alle schon schön abgedämmt. Die Tür machen wir jetzt auch zu. Und jetzt steht da hier wie so ein Ochse vor der Tür, wisst nicht, was hier abgeht. Ne? Auch doof, oder? Das wäre blöd. Jetzt gehst du mal einfach ein paar Schritte zurück. Und guck mal. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir ein... Wie sagt man es neumodisch? Ein virtuelles Bild? Ja, ist live, ne? Was ist das? Ist ein Live-Bild. Dann seht ihr euer Auto auf dem Prüfstand. Ihr könnt hier gucken. Andere Leute können auch schauen, die gerade hier im Museum sich aufhalten. Ich hoffe, dass es hier einigermaßen leiser ist wie dahinter. Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, na, jetzt wisst ihr aber nicht, was der an Leistung hat. Zack, zweiter Monitor. Der ist verbunden mit dem Monitor. So, dass ihr seht, in dem Falle, man merkt, der Ralf hat es vorbereitet. Opel Omega. Hat er direkt nochmal unser Leistungsdiagramm rausgeholt. Ey, was ich sehe, er hat den letzten Leistungsdiagramm rausgeholt, das habt ihr nicht gesehen. Wir haben nochmal 2, 3, 4 PS gefunden übrigens. Wir haben nämlich nochmal frischen Sprit getankt, 102 Oktan und siehe da, fast 200 PS. Kleines Update zum Omega, ne? Ey, so. wir müssen das zeigen, dass das live ist. Ja, wie soll ich das machen? Ja, wir müssen das zeigen, das könnte ja auch ein Standbild sein, ja, und sonst glaubt das ja keiner. Sonst glaubt das ja keiner. Oh nein. Hast du mich gesehen? Ich habe ja noch einen Trick. Kleinen Moment. Jetzt bin ich gespannt. Du guckst da hin. Boah. Wenn wir ein Frontantriebauto haben, könnt ihr jetzt sogar meine Fratze sehen. Cool, wir haben also zwei Kameraperspektiven. Und das Gute ist, wenn ich nachts so Eskapaden jetzt habe und der Meinung bin, ich müsste hier mal ein bisschen was machen und prüfen, unser Motor geht hoch, habe ich das Ganze sogar noch auf Band und auf Video und kann sagen, seht ihr, heute Nacht um 2:30 ist die Sicherung raus und ich habe da wieder mal was probiert. Ich finde, das ist ein cooles Update zum Thema Prüfstand. Wie gesagt, ihr könnt euch anmelden, nur per E-Mail. Das ist ab jetzt, kann man sagen. Ist schon aktuell. Okay, die E-Mail soll ich blende die E-Mail hier unten ein. Genau, hier unten da. Nee, nee. Da mach sie ihn bitte. Da oben möchte ich sie ja. Hier möchte ich die E-Mail-Adresse. Da, da müsst ihr hinschreiben und dann bekommt ihr eine Antwort von der Susanne. Nicht böse sein, wenn es mal einen Tag länger dauert, aber ihr werdet dann einen Termin kriegen. Und ich denke, es wird immer freitags sein. Also bis jetzt ist der Plan immer freitags. Wenn das natürlich überhand nimmt, dass wirklich viele Autos wären, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht einen zweiten Tag einbringen. Und ihr könnt live dabei sein. Wir machen also zwei Läufe. Also so ist es geplant, eine Messfahrt. Und wenn ihr dann auf schnell eine Idee habt, einen Kippschalter oder ich habe die Fußmatte unterm Gas, dann können wir nochmal was machen. Aber das heißt jetzt nicht, ah, Moment mal, ich will da mal eben hier nochmal eine Nockenwelle verstellen. Das kriegen wir natürlich dann nicht hin, aber zwei Läufe direkt hintereinander. Wenn ihr sagt, so pass auf, ich habe hier nochmal eine Nussflasche, die drückt ihr dann, dann können wir das machen. So, zurück zum Golf, ne? So lange hat es, glaube ich, gar nicht gedauert, ne? Jan hat den Endtopf schon drunter und jetzt seht ihr auch,
warum das kein originaler Golf 2 Schalldämpfer ist. Der originale Golf 2 Schalldämpfer ist ein Ticken länger und dann würde er über die Hinterachse so einen Bogen machen. So wie dein Audi 80 ungefähr, so wie wir da gemacht haben. So sieht das aus. Weil wir hier aber ein Allradmodell haben, sieht der Topf ganz anders. Deswegen ist das ein spezieller Schalldämpfer. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen, sogar gar nicht so wichtig oder gar nicht so unwichtig. Der Max hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, wenn ich was erzähle, soll ich darüber genauer drauf eingehen. Wofür dieser Hilfsrahmen oder was wir hier zum Beispiel haben. Hier haben wir einen Differentialschutz, dass unser Differential quasi nicht beschädigt werden kann. Hier ist es verbunden mit der Anhängerkupplung, genauso wie dieser Hilfsrahmen unter der Karosserie. Er versteift ja auch unsere Karosserie, das heißt, wenn wir so wie gerade da in der Böschung rumgurken, beschädigen oder kratzen wir ja nur mit Steine oder mit dem Unterfahrschutz hier drunter und beschädigen nicht unsere Karosserie. Und gleichzeitig stabilisiert der natürlich die Karosserie, die oben drauf sitzt. Rein theoretisch können wir diesen Rahmen auch abschrauben und die Achsen bleiben an dem Rahmen ja hier stehen. Es ist die Karosserie nur auf diesen Leiterrahmen aufgesetzt. Vielleicht sollte ich das mal sagen, ist vielleicht ganz wichtig, weil ich habe ja gesagt, wofür ist das eigentlich gut? Ist das so ein typischer SUV, wie man heutzutage mit so einem Tiguan Airline, würde ich, glaube ich, das, was wir gerade gemacht haben, nicht machen. Weil der kann das wahrscheinlich nicht so wie der. Also das soll, oder ist auch geländetauglich. Vielleicht sollte man das mal erwähnen. Nicht, dass ich nur sage, das ist nur Optik. Er kann ja auch ins Gelände. Differentialsperren fehlen ihm halt. Das haben wir gerade klar und deutlich gesehen. So, jetzt beenden wir das Video aber wirklich, bevor ich das nämlich vergessen hätte. Ciao.